Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, habe ich eine Katze. Ja, meine Katze wird sich verändern. Also, ich habe blöderweise schon draufgeklickt. Meine Katze hat sich schon verändert. Ich habe 30 braune Bücher geopfert, aus dem Anlass, dass Two-Face heute Geburtstag hat, einer meiner beiden Zuschauer. Und da dachte ich, kann man ja auch mal braune Bücher für opfern. Ja, blöderweise habe ich jetzt vor der Aufnahme schon draufgeklickt. Also vorher sah meine Katze ja so aus. Hallo Tommy. Und jetzt sieht Tommy so aus. Hat also gut abgenommen. Und das Fell wurde einmal gut schwarz gefärbt. Und nee, schon will ich es schon so annehmen, ja. So, und so sieht Tommy jetzt aus. Hallo Tommy. Und zwar, gehen wir mal kurz in den Schlafsaal. Hat das Two-Face so begründet, dass das Schwarz gut zum Zimmer passt. Und hat er natürlich auch recht. Und jetzt gehen wir in die Folge. Hallo zu Folge 269. Und heute, nachdem wir unsere großartigen Köpfe geschärft haben, wollen wir zum Quidditch-Training gehen. Als Finale von Kapitel 7 der dritten Saison. Jetzt sage ich natürlich, dass im Finale auch was Finalträchtiges geschieht. Wobei das Endspiel, Quatsch, Endspiel, das nächste Saisonspiel dürfte danach eigentlich noch nicht kommen, weil wir müssen ja noch das Herz trainieren, nachdem wir Körper und Kopf gestellt haben. Bevor wir das machen, aber noch ganz kurz, ich habe hier noch Wasser freigeschaltet, was haben wir da? Ja, jetzt brauche ich die braunen Bücher nicht mehr, außer ich will halt die Haustiere mal umändern, aber ich nehme sie einfach mal. Ich möchte sehen, wie das gegnerische Team versucht, meine Klatsche vorauszuahnen. Bean, du bist zu selbstbewusst. Mein Verstand kommt mir schärfer vor als je zuvor. Sucher müssen immer einen Schritt voraus sein. Oh, das heißt, unsere sind jetzt auf jeden Fall alle den Gegner einen Schritt voraus. Gut. Was machst du dazu, Sky? Okay, Sky, jetzt werden wir sehen, wie scharf unser Verstand wirklich ist. Und ob wir es schaffen werden, die Bewegungen unserer Mitspieler vorauszuahnen, so wie es uns Murphy beigebracht hat. Es wäre nicht einfach, aber das waren die Besenstielklimmzüge auch nicht und wir haben es trotzdem überstanden. Gutes Argument, Sky. Dieses Team gibt so leicht nicht auf. Lass uns das Team versammeln und auf die Übung vorbereiten. Hör zu, Leute! Okay, Leute, jetzt werden wir versuchen, die Bewegungen unserer Mitspieler vorauszuahnen. Denkt daran, was uns Murphy beigebracht hat und vergesst nicht, dass ihr dort oben nicht alleine seid. Hier unten seid ihr Einzelpersonen und jeder denkt für sich, aber in der Luft seid ihr eine Gruppe, die als Einheit denkt. Wie beim Schwarmwissen damals. Genau, und seid immer wachsam. Genauso wie ihr es in unserem anstehenden Spiel gegen Gryffindor sein werdet. Und jetzt setzt euch auf eure Besen und beginnt mit dem Vorausahnen. Das hättet ihr vorausahnen sollen. Ja, das hätte ich auch vorausahnen sollen. So, ahnt vorher, was die anderen machen. Warum ist der Quaffel nur so groß? Das hättest du vorausahnen können, dass der Quaff größer ist als der Schnatz. Keine Ablenkung, keine Ablenkung. Genau, redet nicht über Ballgrößen. Findet euren Rhythmus. Kein Ball darf auf den Boden fallen. Jetzt ist mein großer Moment gekommen. Und ich werde mir alles notieren, was ihr macht. Pass auf. Ja, sehr gut. Gut gefangen. Versteht eure Teamkollegen, dann werdet ihr eure Gegner verstehen. Wir sind auch hier in der Ecke. Ach, Bean. Ich werde alles tun, um die Beste zu sein. Bean, du bist mir zu... Du bist ihn zu ehrgeizig. Toll gemacht, Leute! Ihr habt euch von Ablenkungen befreit, euren Verstand geschärft und die Bewegungen eurer Mitspieler vorausgeahnt. Und damit seid ihr bereit dafür, die Bewegungen eurer Gegner vorauszuahnen, wenn die Zeit gekommen ist. Aber jetzt ist es an der Zeit, meinen geschärften Verstand mit einem neuen Spielzug auf die Probe zu stellen. Okay, jetzt. Oh, was machen wir denn jetzt? Ich habe doch gar nicht trainiert. Aber ich glaube, es hat geklappt. Nicht übel, Coach Cody. Danke, Sky. Und jetzt solltet ihr euch alle bis zum Training etwas ausruhen. Sieht aus, als wären wir auf dem Weg, unsere Ausgeglichenheit bis zu unserem nächsten Spiel zu erreichen. Genau, wir haben schon zwei Seiten unseres Wesens gestärkt. Wir haben unsere Muskeln trainiert, unseren Verstand geschärft und jetzt fehlt nur noch eine Sache. Unser Herzen. Ich schätze, wir haben uns das Beste bis zum Schluss aufgehoben.
Und mit einem starken und tapferen Herzen können wir einfach nicht verlieren. Dann lass uns den letzten Aspekt unseres Wesens erkunden, damit wir für unser Spiel bereit sind. Ja, aber das ist ja dann wahrscheinlich im nächsten Kapitel erst. Was steht denn hier? Ja, ich beende die Folge jetzt mal. Arrivederci, over and out.